Willkommen zurück in Enderal. Wir haben leider immer noch Nacht, aber ich glaube, es dürfte bald wieder heller werden. Hoffe ich einfach mal. Wir können, glaube ich, hier so ein bisschen... Oh, ich habe auf Z gedrückt. Ja, es passiert leider zu schnell. Wir haben leider, glaube ich, keine Fertigkeitspunkte, die wir ausgeben können. Also können wir einfach nur zurück. Ja, toll. Buch, zurück würde ich gerne so. Gut. Ich wollte da nicht auf T drücken, aber wir können gar nicht... Aber ich müsste doch irgendwo die Uhrzeit sehen. Ich habe im Inventar, kann man die irgendwo sehen... Naja, wir können aktuell eh nicht wirklich was ändern, von dem her ist eigentlich auch egal. Aber ich laufe natürlich lieber bei Tageslicht herum als bei Nacht. So, steht das hier irgendwo? Hier, genau. 9.17 Uhr. Wahrscheinlich eher... Ah, nee, guck mal. Oh. Haha. Ich glaube, wir haben das Spiel gerade ein bisschen gebuggt. Weil das ist ja der Himmel... Den man hat, wenn man. Das ist auch sehr hell. Schau mal, wie wir hier so. Die Augen müssen sich langsam gewöhnen, wenn wir nach oben schauen. Und dann, wenn wir hier da runter gucken, ist erstmal alles dunkel und dann. Ja, ist ein ganz cooler Effekt. Wir haben es dadurch heller. Eigentlich ist es der Himmel aus dem Skill-Menü. Aber hey, so haben wir es zumindest heller in der Nacht. Ist ja witzig. Okay, das ist jetzt mehr so ein Bug, würde ich mal behaupten. Wir gehen mal hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo wir da genau hinkommen. Aber es sieht nach Dungeon aus. Und wir hatten ja jetzt schon einige Zeit eigentlich keinen Dungeon mehr. Von dem her können wir da eigentlich auch durchaus mal hingehen. Ja, verbietet uns da keiner, von dem her. Gehen wir da mal lang. Allerdings sollten wir dann mehr speichern wieder, weil hier kann natürlich alles auf uns lauern. Ich hoffe jetzt, dass es kein großes Problem ist mit dem Himmel. Nicht, dass wir das jetzt irgendwie komplett verbuggt haben und dann der ganze Spielstand buggy ist. Aber ich schätze mal, wenn wir dann nochmal meditieren, dass es dann wieder weg ist. Solange Nacht ist, lassen wir es mal, ne? Und danach schauen wir mal, dass wir es vielleicht wieder wegbekommen. Sehr schön, sehr schön. So, was haben wir hier? Ein Skelett. Lebenstrank. Sehr schön. Die Handschuhe können wir da lassen. Die braucht man nicht. So alte, verranzte Lederhandschuhe. Braucht niemand. Und dann setzen wir unseren Weg mal weiter nach oben hin fort. Und ja, falls sich der ein oder andere von euch fragt, das wurde sich ja gewünscht, dass ich so ein bisschen auf eingehe, wie sowas gemacht wird. Was wir hier oben sehen zum Beispiel, sieht ja schon ziemlich krass aus. Ist als Effekt aber eigentlich relativ billig. Tatsächlich. Also das Ganze nennt sich, wir müssen unbedingt einen Trank zu uns nehmen, leider. Ja, eigentlich würde ich keinen Trank gerne nehmen. Vielleicht kriegen wir das auch so hin, aber vermutlich nicht. Ja, es war ganz knapp, aber leider haben wir es nicht geschafft. Was ich eigentlich sagen wollte, was wir da oben sehen, ist tatsächlich recht simpel, nennt sich Skybox. Und im Endeffekt ist es schwer zu erkennen, wenn man es, also, es ist schon ganz gut gemacht, aber... Theoretisch ist es tatsächlich, also je nachdem kann es auch eine Sphäre oder sowas sein, aber meist ist es einfach ein riesiger Würfel, der hier quasi einmal über die ganze Welt erstreckt ist und da drauf wird dann einfach hier so ein Bild von diesem Himmel gemacht und fertig. Ist also tatsächlich relativ simpel und wird aber sehr gerne gemacht und der Effekt ist eigentlich immer ganz gut. Was ich sagen muss, dass dieser Effekt, dass wir hier hochschauen und sich dann erst die Augen so dran gewöhnen und bla... das ist doch mal ein bisschen was Eigenes. Ich kann gar nicht ganz genau sagen, wie die das machen. Ich schätze mal, dass sie da im Shader einen Parameter haben, der quasi angibt, wie viel Helligkeit wir gerade sehen. Und dann kann man das so ein bisschen steuern. Und dann kann man diesen Parameter nach und nach verändern, je nachdem, ob wir gerade was heller sehen oder nicht. Ja, diesmal ist etwas besser geklappt. So, sehr schön. Diesmal war ich aber auch besser vorbereitet. Dann speichern wir gerade nochmal, weil es jetzt so gut geklappt hat. Und den zweiten Wolf sehe ich schon gar nicht mehr. Wo ist denn der hin? Ach, da unten, glaube ich. Aber der ist auch leer. Na gut. Mana-Pilze nehmen wir natürlich mit. Und jetzt an der Stelle könnte man natürlich ein bisschen essen. Aber so wichtig ist es eigentlich noch gar nicht. Wir haben noch recht viel Leben eigentlich. Na, wir essen vielleicht was ganz Kleines. So. Ansonsten, wenn ihr natürlich irgendeinen speziellen Effekt habt, wo ihr was wissen wollt, wie das genau funktioniert, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben.
Ja, ich werde, wie gesagt, vielleicht immer so ein bisschen was einwerfen, aber ich meine, ich habe ja natürlich das Ganze auch hier nicht entwickelt. Das heißt, ich kann euch auch nicht alles sagen, ne? Also ich kann nur Vermutungen äußern im Endeffekt. Auch das, wie gesagt, es gibt auch nicht nur Skyboxes, es gibt zum Beispiel auch so eine, wie eine Art Sphäre, einfach eine riesige Kugel. Das klingt vielleicht erstmal irgendwie logischer, dass man eine Kugel hat und keine Box, aber tatsächlich häufig nutzt man Boxen, weil da ist eigentlich das Textur drüberlegen einfacher. Naja, aber wie gesagt, es bleiben natürlich Vermutungen, denn ich habe das nicht selber programmiert, von dem her kann ich es euch auch nicht ganz genau sagen, aber ja, ich schätze mal, dass es so oder so ähnlich auf jeden Fall gemacht wird. So, wir sind hier oben und wollen da eigentlich runter in dieses Dungeon. In dem Dungeon waren wir auch schon mal im alten Let's Play, von dem her, da weiß ich ungefähr, was auf uns wartet. Beziehungsweise, das sah immer mal aus, als wäre, oder da war mal eine Quest geplant, wurde aber dann nie umgesetzt aus Zeitgründen, als damals der Enderal Release war. Aber wer weiß, vielleicht haben sie es ja mit dem DLC, vielleicht haben sie da die Quest wieder eingebaut. Ich weiß es nicht. Ich bin da auf jeden Fall mal sehr gespannt. Dann könnt ihr ein bisschen Felsenkraxeln machen. Das mache ich auch immer sehr gerne. Jetzt sind wir nämlich hier oben drauf. Und erkennen, dass hier einfach nichts ist. Schön, hat sich ja gelohnt. Haben wir hier noch irgendwas? Komm schon, ich will jetzt was sammeln. Ich will belohnt werden dafür, dass ich hier so mühsam über die Felsen kraxle. Ja, Außer den backenden Stein sehen wir hier leider recht wenig. Na gut, na gut. Schade. Sehr, sehr schade. So, hier sind 100 pro Umo-Gegner. 100 pro. So, haben wir hier noch irgendwas? Das sieht doch schon mal irgendwie sehr... Ach, guck mal. Jawohl. Zauberbücher ohne Ende. Eine Leiche mit nicht sonderlich spannenden Sachen dabei. Aber die Bücher kann man natürlich gleich mal lesen. Bücher. Ah, guck mal, eine Eisbahn kann man noch... Und die Bücher sind hier. Ja, genau. Kettenblitz, Schutzzirkel und Schwertbeschwören. Oh, Schwertbeschwören ist ganz cool. Tatsächlich bin ich am Überlegen, damit ein bisschen was zu machen. Aber es war wahrscheinlich Schwertbeschwören Rang 1, genau. Also ist noch nicht sonderlich stark. Das wird wahrscheinlich nicht wirklich stärker sein als unser aktuelles Schwert. Aber dennoch ganz cool, dass es geht. Und ich möchte natürlich später wieder unseren Bogenbeschwören-Zauber finden. Der ist einfach cool. So, wir haben eine Libelle gefangen. Da vorne sehe ich auch schon eine Eispranke. Ich habe, also für sowas habe ich wirklich Adleraugen. Wobei, ich übersehe natürlich immer mal wieder auch welche. Aber hier habe ich die natürlich direkt aufblitzen sehen. Und ist klar, dass wir die direkt sammeln müssen. Ich weiß nicht, wie viele Eispranken wir hier in diesem Let's Play schon gesammelt haben. Ich glaube, man kann das irgendwo sogar lesen. Moment mal. Kann man das hier irgendwo Statistik? So. Allgemeines Quest. Genau, hier geht das doch. Allgemeines. Schenkenspiele. Okay, was haben wir denn hier alles? 0%. Orte entdeckt 3. Das ist noch nicht so viel. Tage vergangen, Stunden geschlafen 4. Groschen gefunden 87. Meiste Groschen besessen 1200. Thron geplündert 46. Thron haben wir schon geplündert. Ach du Heilige. Okay, Bücher gelesen 21. Tauschgeschäfte. Was? 52 schon? Kann mir fast nicht vorstellen, ehrlich gesagt. So, Hauptquests. Abgeschlossen 5 Stück, Quests abgeschlossen 6, also wir haben eine Nebenquest, das war die mit dem Hund, genau, Menschen getötet 6, Tiere getötet 49, Kreaturen besiegt 1, naja, Verlorene getötet 3, Legendäre haben wir hier noch gar nichts, favorisierte Waffe ist der Langbogen, kritische Treffer 14, Schleichangriffe 14, okay, Magie, Zauber gelernt 10, favorierter Zauber Erdung, Elementarismus nicht verwendet 4, Talentstufe freigeschaltet 2, Talente freigeschaltet 2, Talente benutzt 2, favorisiertes Talent Schatten des Windes, aha. So, was haben wir hier? Rüstung verbessert 2, Tränke gebraucht 12, benutzt 9, Gifte gemischt 1, Zutaten gesammelt 204, das ist schon ziemlich ordentlich. Windwurz gefunden, ah guck mal, hier wird das doch tatsächlich gewertet, 3 Stück. Flügel gerupft 2, sehr schön. So, und Verbrechen haben wir hier auch was, Schlösser geknackt 1, Angriffe 7, wie weit ist das genau zu Verbrechen zählt, verstehe ich nicht. Schade, ich dachte, dass die Anzahl der... Haben wir das hier vielleicht doch irgendwo? Nee, das sind wir eigentlich schon alles durchgegangen. Ich dachte, dass hier die Anzahl der Eispranken irgendwo steht. Na gut, schade. Was haben wir eigentlich noch? Okay, Arkanistenfieber, fremde Horizonte. Ja, wir müssen diese Dialoge... Wir haben ja bisher 4-mal Wissen gesammelt. Ich würde gerne alles Wissen diesmal sammeln. Ich glaube, bisher haben wir nichts übersehen. Ich habe ja extra da nochmal mit Jesper gesprochen, damit wir da noch mehr Wissen sammeln können. Nun ja. Nun ja.
So, hier kann man so ein bisschen unter Wasser, aber da findet man jetzt auch nicht wirklich viel Spannendes. In der Mitte geht es natürlich ins eigentliche Dungeon, das weiß ich. Aber wir wollen natürlich erstmal hier außen so ein bisschen erkunden. Und schauen, ob es hier noch was gibt. Das sieht doch irgendwie vielversprechend aus hier. Aber irgendwie auch nicht. Also sieht cool aus, aber da ist irgendwie nichts. Schön mit den Grillenzirpen hier im Hintergrund. Ach nee. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf auf Wölfe. Okay, wir gehen mal Richtung Dungeon jetzt. Die Wölfe lassen wir da mal links liegen. Ich würde es aber doch ganz gerne... Ah, guck mal hier. Aua, der hat eine blöde Axt dabei. Die macht ganz schön Damage, glaube ich. Oh ja. Okay, erster ist aber down. Ich fürchte, der zweite ist ein Fernkämpfer. Ein Beil. So. Ah, nee, doch nicht. So. Aua. Okay, das ging recht schnell. Ich hoffe, ich habe da mal wieder irgendwo gespeichert. Ja, wir haben noch keine gute Rüstung und alles. Und ich bin ja etwas... Ich dachte, ja, komm, die besiegen wir mal schnell. Ich glaube, wir sollten eher mit dem Bogen kämpfen. Das kriegen wir besser hin. So, ah ja, guck mal, hier sind wir ja. Oder sind wir hier, wo ich denke, wo wir sind? Nicht ganz. So, ich würde aber gerne doch irgendwie den Himmel versuchen wegzubekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das stört mich jetzt doch ein bisschen. Es ist zwar heller dadurch, was ganz Praktisches. So, hier haben wir jetzt den korrekten Himmel. Wobei, hier ist jetzt irgendwie so... Normalerweise ist da doch grün oben, oder? Naja, okay. So, und jetzt gehen wir wieder zurück. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder den richtigen Himmel haben. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, es ist jetzt nicht wirklich tragisch, wenn wir jetzt hier den falschen Himmel haben, aber es stört dann doch... Es ist ein bisschen merkwürdig, so gut, so cool der auch aussieht. Okay, wir haben immer noch den. Na, ist egal. Mal sehen, ob wir den irgendwie wieder wegbekommen. Vielleicht, wenn ich ändere, neu starte oder so. Das habe ich jetzt... Irgendwie ist ja jetzt kein schlimmes Ding, ne? Also, mache ich jetzt erstmal nicht. Vielleicht soll es sogar so sein. Vielleicht habe ich es einfach nur vergessen, dass der Himmel manchmal so aussieht, aber... Oh, da kommt ja schon einer. So, ja, gegen die ist natürlich Fernkampf viel besser. Außer, dass ich hier, ja, das hat nicht so gut geklappt, wie ich wollte. Oh, schade, jetzt wollte ich Lavendel sammeln, aber den können wir gar nicht sammeln. Ich sehe sie nicht. Also ich sehe die Punkte auf dem Radar, aber mehr auch nicht. Alt-Sherat haben wir auf jeden Fall gefunden. So, wo bist denn du? Hallo? Unten haben wir eine Heilwurz, das ist ganz cool. Da vorne sehe ich einen, der andere ist aber hier irgendwo. Darf die jetzt nicht aus den Augen verlieren. Oh, das ist der, der noch mehr Leben hat. Der Fernkampf ist auf jeden Fall sinnvoller. Aber richtig gut klappt es auch nicht. So, Pfeil können wir ja mitnehmen, Knochenmehl. So, kurz ein bisschen hochheilen mit der Heilwurz, wenn sie schon da ist. Kann man sie auch nutzen. Und da haben wir den nächsten Kollegen. Und der Pfeil steckt in der Luft. Der auch. Da ist eine unsichtbare Wand. Unsichtbare Wände habe ich immer am liebsten. Aber da kommt er auch nicht durch. Toll. Also wirklich, also das ist jetzt ein bisschen... unschön mit der Wand da. Na gut, wir haben ihn auf jeden Fall... So, kann ich hier... Hier ist tatsächlich eine Wand. Man kommt hier nicht lang. Alpha-Wand. Ja, sowas habe ich natürlich sehr ungern. Naja, okay. So sei es. So sei es. Wir haben da eine unsichtbare Wand, durch die wir natürlich nicht durchschießen können. Aber wir können jetzt zumindest ins Dungeon rein. Da vorne, es sieht einfach aus, als wäre da noch was, ne? Es ist... Ach, guck mal, die Eispranke haben wir noch nicht gesammelt. Oh, wow, wow, wow. Das geht ja mal gar nicht. Die kann ich nicht hier liegen lassen. Die hat man natürlich das letzte Mal gesammelt, aber dann sind wir leider gestorben. Deswegen müssen wir die nochmal sammeln. Und jetzt irgendwie, es sieht da so aus, als würde es da noch irgendwie weitergehen. Das kann ich so doch nicht auf mir sitzen lassen. Da oben. Ja. Ah ja, guck mal, da ist sogar eine Kiste. Wir müssen da hoch.
Ich möchte mich natürlich nicht hochcheaten und dann die Kiste sammeln. Aber ich will sehen, wenn ich sie eben sehe, okay, da ist eine Kiste, dann weiß ich, okay, da kann man hochkommen und das lohnt sich auch. Und da versuche ich es natürlich auch nochmal eher. Ich will natürlich sonst nicht unbedingt Zeit verschwenden, überall lang zu kraxeln. Aber wenn ich hier sehe, dass es da was gibt, dann muss ich da lang. Also dann führt da kein Weg dran vorbei. Ich glaube, wir sollten eher von oben kommen. Ich versuche es gerade mal hier irgendwie, aber ich glaube, es ist nicht wirklich... Naja, ist nicht sonderlich erfolgsversprechend hier. Dann gehen wir hier hoch. Stattdessen. Und ja, man hört auch schön meine Leertaste klappern. Das ist ja der ganz normale Weg, wie man versucht, sowas hochzukommen. Na, das Felsenkraxeln kennt man ja auch noch aus Skyrim. Da hat man das auch immer gerne gemacht. Oder zumindest ich habe das gerne gemacht. So, wir müssen echt ziemlich außen rum. Blödes Ding. Aber ich kann es natürlich, in der Truhe ist wahrscheinlich nicht wirklich viel drin, aber ich kann es natürlich so nicht auf mir sitzen lassen. Dass es hier was gibt, was ich nicht einsammeln kann. Das darf es nicht geben. So, ich glaube, wir sind immer noch zu niedrig, ne? Ich muss da nochmal ein bisschen zurück. Wir müssen da noch weiter ausweichen. Ich will hier hoch. Ah, so, gut. Komm schon, hier hoch. Also hier das Felsenkraxeln ist auch gerade etwas ätzend gemacht, muss ich sagen. Aber hey, ist doch egal. Hauptsache, wir haben Loot. Loot, ich will den Loot. So, jetzt müssen wir nur an der richtigen Stelle runter. Hier ist, glaube ich, ich sehe die richtige. Hier ist nicht die richtige. Ich speichere mal hier oben. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wo die richtige Stelle ist, wo wir hin müssen. Weil hier irgendwie nicht. Bin ich dran schon da schon vorbei? Nee, hä? Ah, es ist doch dieses große Ding. Es ist das große Ding. Na gut. Ich schätze mal, wir können eigentlich von der Eispranke irgendwo rüber, aber wir versuchen es mal von oben. Ah, guck mal. Ah, nee. Manchmal kann man den Lavendel nicht sammeln. Das finde ich immer sehr schade, wenn da Lavendel ist, aber man ihn nicht sammeln kann. Wenn du schon Lavendel hinpackt, dann macht ihn doch wenigstens sammelbar. Dann freue ich mich noch ein bisschen mehr. Also, wir haben auch wieder einiges hier auf dem Kompass, was wir so sehen. Oh, das Symbol da vorne kenne ich zum Beispiel gar nicht. Dieses eine da. Ich kann es leider schlecht drauf zeigen, aber das, was jetzt hier quasi direkt beim Süden ist, das Symbol kenne ich nicht. Keine Ahnung, was uns das sagen soll. Aber ich will es natürlich rausfinden. So, jetzt sind wir da. Hier ist die Truhe. Oh doch, guck mal, ein paar Tränke. Also es war besser als nichts, ne? Also ich meine, es ist nicht die Mega-Loot-Truhe. Wir haben jetzt keine besondere Waffe oder sowas bekommen, aber man muss sich ja auch über die kleinen Dinge freuen. So, wir speichern hier unten nochmal, damit wir den Loot nicht nochmal einsammeln müssen. So schön looten ist, man muss es auch nicht 10-mal machen, nur weil man immer wieder verreckt, weil man unfähig ist. So, der hat nichts mehr dabei. Das war der eine von vorhin wahrscheinlich. So, dann gehen wir mal hier runter und betreten mal das Dungeon. So, die haben wir schon, genau. Braucht ein bisschen Zeit. Wieder, ah, was haben wir hier? Mythen und Legenden. Unser erstes Mythen- und Legendenbuch. Das müssen wir dann natürlich lesen. Also Mythen und Legenden muss eigentlich sein. Wobei ich gerade einmal überlegen bin, ich meine, die kennen wir ja schon, die Mythen und Legenden. Wir könnten die natürlich auch erst lesen, wenn wir da in die Nähe kommen. So hat man das auch früher immer gemacht. Ah, bin gerade am überlegen, was haben wir überhaupt für ein... Die Aschewitwe, meint. Ich muss gerade überlegen, welche waren das? Ah, ja, die hat mir, glaube ich, im Let's Play noch gar nicht angeschaut. Da kommen wir aber auch erstmal nicht hin. Ich glaube, wir lassen das Buch erstmal. Und die Mythen- und Legendenbücher machen wir dann oder lesen wir dann erst, wenn die auch tatsächlich vorkommen. Denn ich glaube, ich kenne so gut wie alle Orte, wo die sind. Von dem her weiß ich es, wenn wir uns denen nähern, dass wir dann die Bücher lesen müssen. Ja, von dem her wollen wir das Buch erstmal nicht lesen. Außer natürlich, ihr sagt es in den Kommentaren. Oh doch, lest bitte alle Bücher. Ich weiß halt immer nicht, wie spannend das für euch ist. Aber wir werden die Bücher sicherlich lesen, bevor wir dann entsprechend die Leute sammeln. Einen wunderschönen guten Tag. Das ist ja mal die beschissenste Spawn-Location ever. Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, sie wollen mich verarschen. Okay, wir gehen erst nochmal raus. Wir müssen uns da vorbereiten. Wir sollten erstmal schleichend reingehen. Sieht uns wahrscheinlich trotzdem der Typ. Und dann braucht man natürlich ordentlich Leben, wenn wir reingehen. Ja, wir warten erst, bis wir keinen Kampf mehr haben. Das hört man immer ganz gut an der Musik. Denn nur dann heilt uns das Essen gut hoch.
So, perfekt. Kampf ist vorbei. Schauen wir mal. Verbrauchsgegenstände. Ein Krustenbrot. Das heilt in der Regel immer ganz gut hoch. Leider sieht man manchmal die Effekte nicht. Da gibt es irgend so einen Bug. Oh, schade, dass es so dunkel ist. Wir werden bei nächster Gelegenheit schlafen. Sobald wir irgendwo ein Bett finden, dann schlafen wir ein Ründchen. Einfach, damit wir hier wieder bei Tageslicht rumlaufen können. Weil so ist es doch etwas ätzend, muss ich sagen. Auch wenn wir hier den schönen hellen Himmel haben. Ja, ich weiß nicht. Vor allem hoffe ich, dass der Himmel nicht bleibt, wenn Tag ist. Das wäre natürlich ätzend. Ja, wir werden sehen. So, wir sind gleich hochgeheilt. Dann speichern wir nochmal und dann gehen wir da rein. Mit dem Bogen auf Anschlag am besten. In so einem Fall wäre vielleicht sogar Nahkampf geschickter. Wir werden, ja, mal schauen. Wir testen es erstmal mit dem Fernkampf wieder. Weil das haben wir eigentlich auch so ein bisschen geskillt. Da dürften wir also eigentlich auch den meisten Schaden machen. Ah ja, das Skelett ist weg. Perfekt. Oh, aber natürlich habe ich den wieder nicht getroffen, weil der Pfeil in dem scheiß Spinnennetz irgendwie... Ja, also Glück haben wir heute auf jeden Fall nicht. Hinten ist noch ein Bogenschütz. Wir müssen natürlich ein bisschen versuchen auszuweichen. Bisher hat es ganz gut geklappt. Okay, der ist weg. Jetzt nur noch der Bogenschütz. Ganz glücklicher... Oh nee, nicht immer. Diese scheiß Arkanistenfieber-Sachen. Zum Glück sind die hier mehr am Anfang. Wo kommt denn das her? Ich habe keine Ahnung. Hier ist noch kein Arkanistenfieber. Ich mag diese Stellen nicht, wo man Arkanistenfieber bekommt. Aber ich glaube, das Dungeon sah früher anders aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Speichern hier an der Stelle mal und looten mal ganz schnell. Das Knochenmehl will ich irgendwie mitnehmen. Okay, da scheint ein bisschen Zeug zu sein. Okay. Die Wand sieht brüchig aus. Ja, das würde ich auch mal behaupten. Mich wundert das hier. Ich dachte zunächst, das würde das Arkanistenfieber machen, aber scheinbar war es nur irgend so ein Scheiß da hinten. Moment. Wir müssen da nochmal hin, weil ein schimmernder Kristall, den kann man natürlich nicht liegen lassen. Und dann können wir doch nochmal ganz kurz hier vorbeischauen. Und gucken, ob es hier nicht doch noch irgendwas Interessantes gibt. Hier haben wir noch Pilze. So, gut. Hier war doch noch was. Interagieren Statue. Ah, die Wand sieht brüchig aus. Okay, wir interagieren mal hiermit. Was hat das hiermit auf sich? Kann man da drauf schießen? Ich möchte es einfach mal kurz testen. Man kann drauf schießen, es passiert aber nicht sonderlich viel. Na gut. Dann gehen wir mal weiter durch das Dungeon. Pilze, Pilze. Oh, da vorne sehe ich doch schon eine Spinne. Wir sollten mal wieder ein bisschen schleichen, damit wir da schön einen Schleichangriff machen können. Eine Tunnelspinne. Okay, kein Mooskrabbler, sondern Tunnelspinnen haben wir hier. Ob die jetzt stärker sind oder schwächer, weiß ich nicht. Vielleicht können die keinen Gift spritzen, aber wahrscheinlich doch. So, ja, Fernkampf ist einfach schön. Ja, die sehen auch sehr giftig aus, muss ich sagen. Aber die drehen immer so ein bisschen um. Ich weiß nicht, ob es ein Pathfinding-Bug ist oder ob die irgendwie Angst bekommen oder sowas. Jetzt kommt sie wieder. Na gut. Das hat auch gut geklappt. Deswegen, also ja, Fernkampf ist einfach geil, wenn man es mal ein bisschen drauf hat, ne? Weil man steckt so gut wie keinen Schaden ein und kann trotzdem sehr gut austeilen. Man muss halt halbwegs gescheit zielen, das geht aber in der Regel, von dem her, jo, ich mag Fernkampf. So, Tunnelspinne, können wir hier alles sammeln, die Pfeile, die wir da verschossen haben, können wir zum Großteil wieder bekommen. Und da höre ich doch noch eine Spinne, aber noch nicht hier, die ist erst da um die Ecke. Ah, hinter der Tür wahrscheinlich. So, wir haben leere Weinflaschen, die brauchen wir nicht. Aber ich glaube, durch diese Tür werden wir dann erst in der nächsten Folge gehen. Bis dahin, ich wünsche noch einen schönen Tag und ciao.